Münchberg ist mit seinen rund 10.000 Einwohnern eine kleine und gemütliche Stadt in Oberfranken. Mindestens genauso gemütlich, jedoch groß und vielfältig ausgestattet, ist die dort ansässige Bibliothek. Hier wird nicht nur fleißig gelesen, sondern auch die Freizeit verbracht. Laut dem engagierten Büchereiteam sollen die Kinder und Jugendlichen hier, neben dem Zuhause und der Schule, einen dritten Ort der Geborgenheit finden. Spannende und thematisch breit gefächerte Bücher gehören da natürlich ebenso dazu wie Brett und andere Unterhaltungsspiele. Und wer es ganz entspannt mag, der lauscht einfach den regelmäßigen Vorleseaktionen. Die Herzensangelegenheit ist tatsächlich das Lesen zu vermitteln, Spaß zu vermitteln. Also für mich ist es wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, Bücher zu lesen, egal welchen sozialen Hintergrund ich habe, welche Sprache, einfach die Literatur zu vermitteln. Auch die Fantasie zu wecken beim Lesen, dass die Kinder später ein Buch nehmen, sich hinsetzen und in der Lesewelt eintauchen. Das ist, denke ich, so das Hauptziel, was wir hier haben, und das schaffen wir ganz gut. Um den Kindern noch ein größeres Angebot an Möglichkeiten zu bieten, geht die Bibliothek auch technologisch gesehen mit der Zeit. Zum Beispiel mit der digitalen Schnitzeljagd. Mithilfe eines Tablets und versteckten Hinweisen in der Bücherei suchen die aufmerksamen Schatzjäger so ihre Überraschung. Und das mit Erfolg. Die Stadtbibliothek Münchberg. Hier setzen sich die Mitarbeiter mit innovativen Ideen und vollem Engagement dafür ein, den Besuchern ihren Tag so vielfältig und amüsant wie möglich zu gestalten.